Hallo, Wild. Ja, da sind wir wieder vor Weißlauf. Wir wären schon ein Stück weiter, aber dann ist uns aufgefallen, dass wir keine Seife im Gepäck haben und wir wollen uns doch auch mal waschen. Für Seife brauchen wir Tierfett und das heißt, wir dürfen erstmal auf die Jagd gehen, denn in Weißlauf zumindest haben wir kein Tierfett. Ich denke, in dem anderen Haus Seeblick hätten wir mit Sicherheit Tierfett. Sollen wir das Nashorn jagen? Das haut doch bestimmt ab. Aber wir müssen irgendetwas. Ja, okay, wir versuchen es mal. Nee, das dauert jetzt 2 Stunden, bis wir das erledigt haben. Nee, wenn das abhaut. Ich dachte, das greift an. Ah, da finden wir noch ein anderes Tier, das. Ich bringe euch um, wenn ich es muss. Echt jetzt? Doch, ihr kriegt das? Nein, das rennt weg. Ich bin da schon mal hinterher gerannt im Livestream oder so. Das dauert ewig. Ein Mammut oder so, das wäre vielleicht was. Vielleicht den Riesen. Ich habe nichts gegen Riesen. Ich mach. Hey, ihr macht das Mammut fertig. Wie schafft ihr das? Jetzt gehe ich aber doch mal gucken. Das ist ja gleich schon erledigt. Okay. Aber wo ist es? Ja, der ist nur angeschossen. Wo habt ihr das Mammut geschafft? Hey! Was? Streiten die sich, die beiden? Mal Beruhigt euch sehen, was mal. ihr könnt. Oder ist das, macht ihr jetzt Pairing oder so? Ja, ich Für hoffe. Weißlauf! Das ist nur Spaß jetzt, oder? Ja, die haben nur ein bisschen geübt. Das wird's wohl sein, ja. Aber das Mammut habt ihr auch hier, okay. Oh, Moment mal, können wir das denn nicht? Können wir das nicht auseinandernehmen? Wir haben doch das Messer dabei. Also, ich dachte, Häuten und so die Fette daraus sollen und so. Na, vielleicht haben sie das Wollnashorn dabei vergessen. Oder das kann man einfach nicht häuten. Zu dick, zu viel Wolle. Ah, jetzt ist der hier schweckt, da läuft er. Kommt schon. Ermutige ihn Ein nicht. guter Tag für euch. Nicht so schreien. Kriegt man aus Schlammkrabben denn auch tierisches Fett? Och. Ja, wir müssen unsere Begleiter loswerden. Sieg, vorerst. Denn die metzeln alles nieder. Hier war doch irgendwas, oder? Ihr hättet nie herkommen sollen. Ich werde nicht fallen. Ein Kultist. Ich weiß auch gar nicht, auf wen ich hier schießen soll. Wer gehört zu uns und wer ist. Von wegen falsche Herrschaft. Guck mal, ich habe den goldenen Pfeil hier, den Dwemer-Pfeil. So was hast du nicht? Aber irgendwie wird das auch ein bisschen gerechter jetzt, wenn wir mit so vielen Leuten unterwegs sind und da greift uns so eine Gruppe von Kultisten an. Die sind ja auch zu dritt und haben den Sucher auch noch dabei. Ich habe doch gar nichts gegen Mira. Ich weiß wieder nicht, wer was ist. Also lassen wir das mal. Die schaffen das schon. Ha! Der Wolf. Ja, den können wir aber auseinandernehmen. Wie sieht's aus mit dem Gewicht? Oh, schlecht sieht es aus mit dem Gewicht. Deswegen passen wir hier auch mal ein bisschen auf.
mit dem Zeug, das wir einsammeln. 1,5 Pfund und 30 bekommen wir dafür. Na, nicht schlecht, oder? Ja, das ist aber auch nicht besonders gut. Das hier ist gut. 1 Pfund und 331 bekommen wir dafür. Das müssen wir mitnehmen. Das ist sehr gut. Das Magierlicht können wir vielleicht mal verkaufen, aber wir können uns sowieso nie von Büchern trennen. Die Stiefel, naja, die sind auch nicht so viel wert jetzt. Na, seid ihr schon raus aus dem Kampf? Schwere Rüstung verbessert. Ja, da ist auch noch irgendwie was im Argen. Also das, wir haben jetzt nichts mit schwerer Rüstung oder so gemacht. Also ich weiß nicht, wieso wir da jetzt einen Skill kriegen. Das nervt mich enorm, dass das jetzt automatisch irgendwas einfach so zwischendurch mal nach oben geskillt wird. Das nervt mich sehr. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist ja absoluter Cheat. Das geht ja gar nicht, sowas. Das ist ja böse. Wo ist der Sucher? Hat der Tierfett drin vielleicht? Irgendwo hier müsste der Sucher liegen. Oh Mann, die Kälte auch noch. Er hat ja nichts Gescheites dabei. Ja, vielleicht haben unsere Begleiter da schon gesucht. Rausgepult die Septime. Keine Ahnung, wo der Sucher geblieben ist. Der muss doch hier irgendwo zu Boden gegangen sein. Hier drüben waren wir auch schon. Aber der Sucher hat sich vielleicht direkt aufgelöst. Da bleibt vielleicht nur so ein Aschehaufen übrig oder so, wenn er stirbt. Na egal. Was wir jetzt ausnehmen sollten, können sollten, ist dieser Wolf hier. Und da bekommen wir hoffentlich dann auch Tierfett raus und auch ein paar Punkte. Damit wir das besser hinbekommen demnächst. Ja. Augen, Herzen, Eckzahn, Klauen, rohes Fleisch und zweimal Tierfett. Das ist aber zu wenig. Okay, wir suchen weiter. Ein größeres Tier. Ein Mammut, dann bekommen wir bestimmt super viel daraus. Super viel Tierfett. Dann werden wir erstmal... Da ist doch ein Mammut. Mal gucken, sind wir gute Mammutjäger zu dritt? Schaffen wir das? Hey, hast du das nicht mitbekommen? Mammuts sind ausgestorben. Fall um, gib uns dein Fett. Dann lassen wir dich in Ruhe. Oh, nicht schlecht. Ich weiß noch, wie man kämpft. Oh, ja, Lydia. So geht's ja nicht. Wir müssen Lydia unbedingt einen Bogen geben. Sein. Nein, unser Mammut. Unser Mammut. Wo ist unser Mammut? Mahmut, wo bist du? So ein Lumpenpack. Haben sie uns das Mammut geklaut? Vielleicht liegt es hier hinter irgendwo. Das ist sofort versunken. War zu schwer. Oh Mann. Ich töte so ein Mammut nicht gerne. War aber ein schöner Kampf. Sah gut aus. Ha. Das fällt wahrscheinlich jetzt immer noch irgendwo da unten durch den Boden. Ach komm schon, hier sind doch andauernd irgendwelche Wölfe, Füchse und ach alles Mögliche eigentlich. Aber auch nicht so weit weg von Weißlauf. Sollen wir einfach irgendein Weißlauftier, so ein Ochsen oder so? Da ist noch ein Mammut. Weil ich glaube, dass wir aus den Mammuts dann wirklich einen Vorrat kriegen für ein Leben lang Seife. Holt sie euch! Ja.
So leicht werde ich nicht sterben. Ich glaube, die Mammuts sind weniger die Bedrohung. Die Riesen sehen jetzt viel bedrohlicher gerade aus. Ich habe nichts gegen Riesen, aber ihr haut gerade auf Thiel und ich mag Thiel doch. Oh Mann. Ich bring euch um, wenn ich es muss. Okay, die Riesen haben es schon überstanden. Das war schon alles? Wirklich? Das wird nicht gut enden für euch. Na, einer. Einer ist noch. Jetzt bezahlt ihr. Nein, ruf doch nicht Rückzug, Angriff! Vorwärts! Hey, das lebt? Nein, das ist umgefallen, okay. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. So, jetzt, Lydia, du bist dran. Jawohl! Gut gemacht, Lydia. Na, wie sieht's aus? Seid ihr alle noch fit? Jetzt wollen sie es wissen. Okay, das andere Mammut auch noch. Lydia, alles gut? Haben wir nicht den Heilzauber? Heilende Hände? Serana hat heilende Hände, hat sie widerstanden. Ja, du sollst dich heilen lassen. Ja, nee, wir werden ohne Begleiter erstmal losziehen. Habt ihr gesehen, jetzt haben wir auch einen Punkt bekommen dafür, dass unsere Begleiter einen Mammut getötet haben. Das kann ja nicht sein. Das mag ich nicht, wenn das so läuft. Ich möchte das selber gerne skillen, alles. Das Skillen macht ja Spaß. So, Mammutfell. Ja, okay. Aber darum ging es mir mehr. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, schon zu spät beim anderen. Gucken wir mal auf die Uhrzeit gleich, wie lange das dauert. Ja, da müssen wir uns aber zwischendurch schon mal irgendwo aufwärmen oder eine wärmende Suppe oder sowas trinken, essen. Oh, wir haben das Skinnen. Das sollte eigentlich auf Deutsch sein. Esojar, du hattest das extra übersetzt, meine ich. Aber gut, wir sind besser im Skinnen geworden, im Häuten. Hier. Gerade noch erzählt, jetzt haben wir es. Sie beenden das Zerlegen eines Abschnitts des Kadavers. Es dauert länger, den Rest zu zerlegen. Okay. Sauber gehäutet. Ja, genau. Das kommt jetzt auf Englisch und auf Deutsch rein. Oh, okay, für die Zuseher, die es lieber auf Englisch hätten. Kommst dann also auch so rein. Dann nochmal auf Deutsch. Merkwürdig, aber okay. Und wir werden eine Kleinigkeit essen. Wenn wir was haben. Okay, satt sind wir. Schön. Haben wir keinen Met? Der hilft ja auch schon mal gegen die Kälte. So, und beim Häuten können wir doch mit Sicherheit... Na, das ist doch kein Problem, da so einen Met zu trinken. Kann man ja auch immer noch betrunken machen oder angesäuselt. Ob wir das andere überhaupt noch schaffen? Das ist ja... Esojar, du sagtest ja, dass das bei dir auch so 20 Mal konntest du das machen, weil es so groß ist. Bei den großen Viechern
kann man das wohl eher länger machen. Deswegen, ich fand das gut, dass da stand, du hast ein Teilstück zerlegt des Ganzen. Ja, also ich kann mir auch vorstellen, so einen Hasen macht man vielleicht sofort fertig, aber so ein Mammut, das dauert ja wahrscheinlich dann schon. Ah, aber das war's auch immer noch nicht. Oh, weg ist es. Jetzt haben wir es geschafft. Naja, ich habe nicht mitgezählt jetzt, aber das war schon sehr oft. Ja, dann weiß ich, Lydia, du trägst gerne was für uns. Das weiß ich doch. Bin immer noch da. Das zusätzliche Begleiterinventar, Moment, nein. Das ist alles, was ich habe. Also, wenn da jetzt irgendwie sowas sein sollte wie ein zusätzliches Begleiterinventar, was ich da gerade gelesen habe, ja, so ein unendlicher Beutel oder so, werde ich das nicht nutzen, weil ich mag so Cheats oder sowas mag ich einfach nicht. Und wenn ich kann, werde ich das auch in Zukunft dann im MCM gucken, dass ich das irgendwie ausschalte, wenn das geht. Ja, wenn man es hat, gerät man auf jeden Fall irgendwann mal in Verführung, in Versuchung, das zu nutzen, und das möchte ich nicht. Wenn, dann stehen wir halt irgendwo in der Höhle und dann müssen wir uns entscheiden und das dann irgendwie rausschmeißen. Hier haben wir das tierische Fett. Und sie ist überladen. Und wir sind aber auch noch überladen. Aber wir haben Serana dabei. Ja, wobei mit drei Leuten unterwegs zu sein, ist ja auch irgendwo Cheaten. Dessen bin ich mir schon bewusst. Aber es ist doch noch ein bisschen was anderes als... Also man kann ja mit mehreren Leuten unterwegs sein. Also da finde ich, das ist ein gutes Feature. Geht ihr voran? Das sollte ruhig drin bleiben können. Bin direkt hinter euch. Wobei ich ja auch die Nachteile schon sehe. Ja, dass wir die Skills von unseren Begleitern bekommen. Das kann man mit Sicherheit irgendwo einstellen. Wenn ihr meint, dass das uns nützen wird. Das wird mir vor allem nützen, damit ich mich wieder bewegen kann. Ja, 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 ja. Und sie ist voll. So ein Mammut kann keiner von uns ganz tragen. Geht ihr voran. Ha? Steck deine Nase nur tiefer in meine Sachen. Vielleicht findest du etwas. Ja, gerne. Wie frech. Ich wusste gar nicht, ich fand das so gut. Wieso ist die so frech? Im Livestream übrigens redet sie nicht mit uns. Nein, ich wollte ihr was geben. Jetzt bin ich durch den Spruch von ihr ganz verwirrt etwas. Wir sind immer noch zu schwer. Da haben wir sie alle mit Fleisch vollgestopft. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir wollten ja auch nur ganz locker irgendwie mal so ein bisschen in Weißlauf wollten wir eigentlich nur ganz gemütlich ein bisschen was machen. Wir werden die Riesenzehen uns auch gleich noch holen. Die sind ja auch nicht unwichtig. Das heißt gleich in der nächsten Folge, wenn ich so auf die Uhr mal schaue. Ja. Wir werden hier ohne Ende einpacken und dann werden wir halt etwas langsamer nach Weißlauf ich gehen. Ich mache mir nichts aus der Sonne, aber die wäre jetzt besser als dies hier. Oh. Ja, soll heißen, wir sind am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.